Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry. Ich habe ja in der letzten Folge spontan abgebrochen, weil ich einen Anruf bekommen habe. Das war ein wichtiger Anruf. Musste ich schnell ran und wir hatten sowieso schon die Minuten voll. Und wir machen hier weiter. Wo sind wir denn jetzt hier? Wir müssen hier infiltrieren und Scharfschützen ausschalten. Wenn die uns sehen, ist vorbei. Schon weit weg. Mist, hat nicht geklappt. Ja. Das ist doch mal gezielt, oder? Schön Ballistik abgeschätzt. Ah, der wird richtig heftig. Ha! Erledigt. Einer noch. Ich will jetzt nicht von einem erwischt werden, weil noch ein doofer Scharfschütze ist. Das ist er, glaube ich. Ne, ist kein Scharfschütze. Scharfschütze. Das ist der letzte Scharfschütze, Freunde. Oh, ich bin ganz gespannt. Wo ist der letzte Scharfschütze, verflucht? Okay, das war. Sie können jetzt sicher landen. Die Scharfschützen sind erledigt. Gute Arbeit. Ich leite den Anflug ein. Jetzt geh zum Kontrollturm und ruf mich an, wenn du da bist. Bin in Position. Bleib da und halt mir den Rücken frei. Ich habe noch was zu erledigen, bevor wir reden können. Wenn bei dem Treffen was schiefläuft, gebe ich dir ein Signal. Was für ein Signal? Wenn ich Reaganomics sage, fängst du an zu schießen und hörst erst auf, wenn alle erledigt sind. Reaganomics? Okay. What? Ich halte diesen Kanal offen, aber sei ruhig. Ich brauche keine Ablenkung. Der Typ ist ein kleines bisschen sprunghaft. Verstanden? Verstanden. Gut, dann mal los. Ich habe die Ware hier, genau wie Sie wollten. Es gibt eine Planänderung. Was soll das? Ich sagte Planänderung. Yuma will, dass ich sie zu ihr bringe. Ist das ein Witz? Das können Sie nicht tun. Wir hatten einen Deal. Sie und Ihr Flugzeug werden schön hier bleiben. Ich bringe sie zu Yuma. Wir sollten darüber reden, okay? Da gibt es nichts zu bereden, Freundchen. Wo ich herkomme, ist ein Deal ein Deal. Sie können ihn nicht ändern. Das ist unamerikanisch. Jetzt reicht's mir langsam. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Banditen aus dem Norden! Ich stehe unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Boah, den haben wir getroffen. Was? Oh oh. Okay, 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 okay. Wie machen wir das jetzt? Da müssen wir aber schneller sein.
Und da sollten wir nicht da rumsprengen. Oh Mann, das wird heftig jetzt. Eine gesunde Politik, die finanzielle. Okay, das war ein bisschen zu hoch, um da runter zu jumpen. Scheiße! Oh Mann. Komm ich denn hier runter? USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Ich stehe unter Beschuss. Komm mal in die Gänge. Ich probier's mit dem Bogen. Boah, jetzt sag mir nicht, der hat den Bogen. Okay, dann machen wir es doch so. Oh, der ist gleich da unten. Wie kommen wir denn da am besten hin? Ich glaube, es ist down. Das war's. Kontakt aus dem Süden! Schläfst du? Deckung geben heißt, dass du mich beschützt? Ja, ich versuch's ja. Nicht gut! Nicht gut! Boah, der kratzt im letzten Loch, ey. Nein! Da kommt ein Schuss von allen! Ach, scheiße! Das ist ja wie damals in Fallujah. Scheiße, ja, war klar. Anders hätte ich es aber auch nicht mal, hätten auf jeden Fall getroffen. Ich renne jetzt direkt runter. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Yuma sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Ich sage Reaganomics. Wovon zum Teufel reden Sie denn? Reaganomics! Reaganomics! Jetzt habe ich aber genug davon! Oh, fickt euch doch! Ist doch eine Scheiße, ey. Kennen Sie sich mit Reaganomics aus? Eine gesunde Politik, die die finanzielle Zukunft der USA gesichert hat. Bring runter, Yuma Mensch. Sagte, ich soll sie zu ihr bringen. Sie sagte nicht, ob tot oder lebendig. Da bewegt sich was! Ich stehe unter Beschuss! Komm mal in die Gänge! Kann man noch fragen? Banditen aus dem Norden! Erledige sie! Mach jetzt die Gorilla! So, wer noch? Verstanden! Seid ihr Soldaten oder Ziegenhirten? Oh. Da, komm her. So. Kontakt aus dem Süden! Schlag sie zurück! Hey, ich bin nicht kugelsicher! Hilf mir hier draußen! Können wir die Kisten mal mitnehmen? Damit fertig. Tschüssi. Da kommen Banditen. Das wird mir zu heiß hier. Ich lauf rüber zum Lagerhaus. Gib mir Deckung. Hey, auf die Bremse. Ja, dann lauf rüber. Das ist ein Spaziergang. Lass doch nicht laufen. Da kommt eine ganz
ganze Horde den Berg herunter! Oh, von wo? Und wo kommen die? Und der andere? Na komm. Das ist nicht, ich hab keine Lust auf Versteckspielchen, Gale. Hey, du! Wer will sich denn hier verstecken? Oh, die Waffe ist geil. Ich mag die Waffe. Wo ist er? Sichere den Flughafen. Ah, klasse! Die haben ein Heli! Kein Problem, Heli. Nur noch treffen, ne? Oh, heil! Wieso habe ich den jetzt nicht getroffen? Heli los. Boah, so voll daneben geballert, gibt's doch gar nicht. Also. Perfekt ein, Butterblümchen. Sieht aus, als hätten sie dein kleines Spielchen bemerkt. Aha. Ihr hagelt es ein bisschen zu stark für meinen Geschmack. Ich gehe in Deckung. Mach dich mal nützlich. Hört die Mörder 7000. Boah, was? What? Ah, klasse! Die haben ein Heli! Heli! Den holen wir jetzt mal richtig runter. Gute Nacht, Heli. Schlaf nicht ein, Butterblümchen! Sieht aus, als hätten sie dein kleines Spielchen bemerkt! Hier hagelt es ein bisschen zu stark für meinen Geschmack. Ich gehe in Deckung. Mach dich mal nützlich. Schalt die Mörderteams aus und alle, die kommen, um ihre toten Kumpel zu rächen. Okay? Verstanden? Gut. Wie sieht eine Schützenhilfe eigentlich aus? Momentan ist keine Hilfe verfügbar. Ach Mann, ey. Warum habe ich die ganze Kohle ausgegeben? Off. Oh, die haben mich hier voll umzingelt, ey. Nicht nachlassen! Ich sagte, töte dich da! Schnell hier rein, ja? Boah, Mann, ey. Was geht hier ab? Bei all den Schüssen und Explosionen, die ich nicht höre, würde ich sagen, du bist sicher. Komm und triff mich im Lagerhaus, damit wir uns endlich mal kennenlernen. Da war ich doch die ganze Zeit.
Die Waffe wollte ich jetzt aber nicht haben. Ich gehe jetzt mal looten. Erstmal alles hier einsammeln, ey. So viele Leute, die wir hier abgemurkst haben. Boah, ey. Voll angespannt. Haben wir alle? Was war denn hier noch? Von oben? Trifft mich im Lagerhaus. Okay, wo bist du? Oben auf dem Lagerhaus oder was? Ah, okay, hier ist ein Türchen, was ich nicht gesehen habe. Na gut. 25 Jahre und ich weiß immer noch nicht, ob das Abwasser hier so stinkt oder nur der Mangel an Hoffnung. Ich rieche gar nichts. Diese Verkleidung brauche ich jetzt wohl nicht mehr. Also, wer sind Sie eigentlich? Sieh dich an. Amerikaner im Innern und dennoch zu gebrauchen. Du bist der perfekte Wolf im Schäfermantel. Besser als der Sunny Boy, den ich beim letzten Einsatz babysitten musste. Ihr seid aber beide Patrioten, würdet beide jedes Mal die Hand aufs stolze Herz legen, wenn am 4. Juli die Nationalhymne im Stadion gesungen wird. Dennoch zu gebrauchen? Ich arbeite für Langley, Agent Willis Huntley. Langley, also CIA? Alles, was du über deinen Vater wissen musst, steht in der Akte. Welche Akte? Die in dem Flieger, der gerade abhebt. Oh, Scheiße! Hey, das wirst du brauchen. Geh jetzt zum ATV. Verfolge das Flugzeug. So Leute, wir verfolgen das Flugzeug, aber nicht in dieser Folge, sondern in der nächsten. War schön mit euch, hoffe euch hat's gefallen. Ciao, ciao. Daumen da, wenn es gefallen hat. Dein Dulux.